Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sieds-Video vom Studio Winter. Ich bin der Kumpel und ich habe euch heute einen schönen, besonderen und etwas persönlicheren Sonntagssied mitgebracht, denn ich war neugierig und dachte mir, ach, weißt du, guckst du doch mal, wie das ist. Funktioniert eigentlich in der 1.11.2 noch, ist das noch der Map-Generator, der auch die Mittelalterwelt in der 1.8, glaube ich, war es dann tatsächlich, generiert hat. Und das Überraschende ist, ja, die Mittelalterwelt lässt sich noch generieren, so wie wir sie kennen, soweit, aber doch irgendwie anders. Was bin ich hier jetzt los? Wieso bin ich denn im Survival? Haha, da ist das mit dem Fliegen schwierig. So, und hoch mit uns. Interessant ist es deshalb, weil der Spawn ist noch an der gleichen Stelle, nur sieht das Dorf NPC, was ihr ja aus dem Video kennt, in der Grundanlage völlig anders aus. Wenn ihr auf unsere Mittelalterwelt geht, spawnt ihr ungefähr, ich würde schätzen, hier. Und auch da sieht man die Unterschiede schon. Wir haben das ja umgebaut, aber das hier hätten wir so nicht umbauen können, so wie es dann geworden ist. Das ist also ein völlig neues Dorf in die alte Map rein generiert worden. Was ich persönlich richtig, richtig cool finde. Dann geht es ja hier weiter bei uns. Und hier ist der künstlich angelegte Sumpf, etwa in der Höhe von dem Spalt, den es damals auch schon gab, ist der Fluss entstanden, der hier lang fließt. Ihr kennt ihn. Hier fließt dieser Fluss entlang. Hier ist das Stadttor ungefähr. Und hier, dieser Teil der Welt, ist dann unsere große Mittelalterstadt Königstein. Hier vorne irgendwo ist ein Hafen entstanden. Wir hatten damals, der Professor Holtex und ich, den Wasserspiegel ja um 1 erhöht, um das alles hier umsetzen zu können. Und hier auf diesem Felsen steht die Burg Falkenstein, die ja von unseren Zuschauern wahrscheinlich tatsächlich jeder kennt. Und hier den Durchbruch, den haben wir damals auch künstlich gebaut, ne? Der war nicht echt. Hier haben wir den Wald bis ans Ufer rangezogen. Hier vorne ist der Platz mit dem Turnier und hier ist der Limes. Da hinten kommt die Burg Wolfskehlen auf dieser Stelle. Da oben steht die Falknerei. Hier ist es schon sehr schön und jetzt fliegen wir mal in die Richtung auch nochmal, wenn wir schon gerade hier auf dieser unbebauten Welt einmal unterwegs sind. Zum Spawn finde ich hier immer wieder zurück. Ich meine, das ist der Vorteil von dieser Welt. Hier verfliege ich mich definitiv nicht. Dafür treibe ich mich jetzt doch 2,5 Jahre zu lange darauf rum. Hier ist das Dorf Hasensee von Groschi. Da steht an diesem Teich steht da die Fischerhütte, wo die Redaktion Holtex damals die Haie gespielt hat. Hier vorne haben wir die Schleuse von den Mineworld Gamers, die funktionierende, die mittlerweile, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ich habe den Techniker auch schon gerufen. Ich weiß nicht, ob er schon da war. Hier hatte ich damals noch von Hand im Singleplayer den Main angelegt. Hier ist das Wasserschloss. Da vorne ist Groschingen, da steht an dem Groschi seine Survivalburg. Und hier ist der Main, der ist also von Hand ja gegraben. Hier gab es irgendwo mal so einen Feuerturm, da gibt es auch noch im Main die Reste. Hier unten fährt die U-Bahn drunter lang. Und ich habe mich hier der Natur gebeugt von dem Flussverlauf, das sieht man hier ganz schönes Ufer. Aber irgendwo wurde er noch gerade angelegt, damit hier diese Staustufe in Frankfurt-Griesheim nachgebaut werden konnte. Und da sind wir hier also über dem Main, der hier einfach nur eine sehr schöne Ebene ist. Und das endet dann hier etwa, ne? Das ist dann hier der Fluss, den gibt es dann schon wieder. Der fließt aber, glaube ich, der wird vom Main gespeist und hier ist dann irgendwie das so vorgebaut. Und diese Insel, die ist damals noch von Hand abgetragen worden. Das möchte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Da hinten haben wir ja dann die Welt 2.1 eingefügt. Das heißt, hier ab da sieht es erstmal für einen Teil, so ein Quadrat, so ein großes, sieht es anders aus. Und ich fliege schon mit Höchstgeschwindigkeit, damit wir zum Spawn zurückkommen, weil auch dieses Video soll nicht so ellenlang werden. Ich möchte euch ja nicht quälen. Das ist ja nicht mein Ziel. Könnte aber dennoch passieren. Ja, das ist hier unsere Welt. Wir sind hier jetzt übrigens über Rottgau. Hier entsteht, glaube ich, gerade der Hafen. Da ist der Bauernhof, wo der Groschi die Innenausstattung gebaut hat und ich ihm da über die Schulter geguckt habe. Ach, bleiben wir nochmal kurz hier. Und hier vorne ist das Gebiet, was viele, viele, viele von unseren Zuschauern sehr, sehr lieben, nämlich das Dorf Flusshausen. Ist hier in dieser Blümchenwelt entstanden, die auch immer noch eine Blümchenwelt ist. Der ein oder andere erkennt das hier, die Landschaft durchaus wieder. Hier haben wir die Kirche ungefähr stehen, auf dieser Stelle da. Mit dem Pfarrhaus, hier steht das berühmte Rittergut, das erste Gebäude, was hier nur an dem Weg Richtung der Burg Schwarzenfels entstanden war. Und dann ist dieses Dorf hier draus eskaliert. Und hier durch dieses Tal und oben auf dem Plateaubergchen
erstreckt sich dann Flusshausen mit dem Hafen hier, den Groschi gebaut hat. Hier vorne liegen dann unsere Schiffe. Die großen, modernen. Wir sind ja mittlerweile auch mit ein paar Mittelalterschiffen unterwegs, die wir euch bei Gelegenheit dann auch nochmal zeigen werden, natürlich selbstverständlich. Dann machen wir jetzt noch die Runde über die Mattisburg, die damals der Würxel unter Silvername von Professor Holtex wieder mal auf diesem Berg hier gebaut hat, der da mit Word Edit den Berg gewaltig verändert hat. Allerdings sieht man das eigentlich gar nicht so wahnsinnig stark. Also der Berg wurde schon erhöht und vergrößert und etc., aber es ist doch ein ganz gelungener Eingriff gewesen in die Landschaft. Zumindest der Wasserfall ist erhalten geblieben. Und hier den Wald, den habe ich damals von Hand gepflanzt, der hier definitiv fehlt. Hier unten ist dann die Brücke rüber. Da drüben ist auch ein künstlich entstandener Wald angelegt worden, wo das Holzfällerlager liegt. Da sind wir jetzt auch hier wieder in Königstein und fliegen jetzt hier nochmal über das Gasthaus zur Schwarzen Katze, was auch nicht da ist natürlich, und sind dann auch wieder am Spawn im Dorf NPC, was völlig anders aussieht. Aber die haben hier eine heilige Dorfeiche, was ja auch irgendwie schön ist. Und das Beste daran, wenn man hier sich entscheidet, im Survival zu spielen, es gibt zwei Schwerter, einen Sattel und eine stählerne Unterhose. Das heißt, man ist gerüstet für das, was denn da kommen mag erstmal. Und das finde ich schon sehr schön, dass unsere Welt da immer noch so freundlich ist, denn sie war immer freundlich zu uns und insofern ist das sehr treffend. Und für mich auch die Gelegenheit, mich von euch zu verabschieden. Ich suche mal so, dass man das Gesicht ein bisschen sieht. Ist ja mit dem Seherschäden im Moment ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das kriegen die nochmal wieder in den Griff, dass die Gesichter und die Banner und sowas nicht ganz so schattig sind. Vor allem, weil das Licht, wenn es von hinten kommt, das Gesicht heller macht als von vorne. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist der Seherschäden im Moment wieder der Schäder meiner Wahl, weil er einfach, ich weiß nicht. Ist halt so. Gut, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal unsere Mittelalterwelt generiert mit der 1.11.2 zu sehen. Es ändert sich einiges. Ach so, übrigens, dadurch, dass die Alter mit der 1.11.2 generiert ist, gibt es auch dieses beliebte Woodland-Menschen. Das ist auch gar nicht so wahnsinnig weit weg. Also ich meine, klar, wenn man jetzt im Survival sich aufbricht dahin, ist das schon eine gute Ecke und wir werden jetzt gleich wieder heftige Lecks haben, weil eins habe ich festgestellt, die Woodland-Menschen sind nicht nett zu uns. Ich mache das kurz nochmal. Ich bin irgendwie durchgefallen, kann das sein. Oder, ach nee, ich bin auf dem Dach gelandet. Gucken wir nochmal kurz. Also es gibt dann auch, wenn man die Welt dann generiert, einen Woodland-Menschen natürlich auf der Welt, ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber gut, das sollte für den erfahrenen Survivaler trotzdem nicht das Problem sein. Es ist nämlich nicht, ja, also verglichen mit anderen Welten, ich habe Abstände von 40.000 gesehen und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga als das, was hier ist mit irgendwie, wartet, vom Spawn aus gesehen. Da seht ihr es nochmal. Also das sind knapp 10.000 Blöcke und das ist noch nicht so schlimm, wie es manchmal auf anderen Welten ist. Und das ist insofern, wie ich gerade sehe, haha, da seid ihr jetzt auch live mit dabei. Ja, genau. Mal weg, so. Hier ist auch eine Wüste, das heißt, das sind Woodland-Menschen auf unserer Mittelalterwelt, was nicht nur am Wasser liegt, sondern vis-à-vis von der Wüste, was natürlich den Blick aus dem Fenster wahrscheinlich ziemlich schön macht. Und es leckt, sag ich ja. Die Dinger sind eine Katastrophe für die Performance. Also da hat sich Mojang wieder mal selbst übertroffen. Vielen Dank dafür. Gut, jetzt bin ich aber auch wirklich weg. Lass euch alleine mit unserer Mittelalterwelt und wünsche euch da viel Spaß. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und noch einen schönen Sonntag für euch.